So. So, so, so. Das ist es dann, hä? Der erste so richtige Stream auf YouTube. Naja, ist nicht der erste Stream auf YouTube, seien wir mal ehrlich. Aber der erste, wo wir sowas machen. Wir haben uns überlegt, Diablo 2 im Livestream zu machen. So als kleines Livestream-Projekt. Deswegen schalten wir mal hier durch. Deswegen, ja, wie immer, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Diablo 2 Resurrected im Livestream. Die Leute werden sich noch ein bisschen reinsammeln. Wir haben gerade alles neu gestartet, das ist alles pipapo. Du willst natürlich ein bisschen Diablo-Gameplay sehen. Ich sag's gleich vorneweg, um alle zu schocken. Ich werde das Ganze mit einem Gamepad zocken. Und das erste, was wir machen, ist unseren Charakter erstmal löschen. Wir erstellen uns einen Offline-Charakter. Und dann werden wir hier loslegen. Überall derselbe Charakter. Ja, wir nehmen Barbaren. Ich habe nicht so richtig Ahnung von Diablo 2. Also ich weiß nicht, was hier die beste Klasse ist und was man alles beachten muss. Und hast du nicht gesehen. Ich weiß bloß, ich habe es damals gezockt. Mir hat es super Spaß gemacht, als ich noch jünger war. Viel jünger. Und ja, damit würde ich einfach anfangen. Aber hier wollen wir uns natürlich auch noch das Intro angucken und ein paar Einstellungen vornehmen. Offline Terrorzonen aktivieren, ja. Super. Okay. Dann schauen wir uns mal ganz in Ruhe das Intro an. Die Klage der Schwester. Die ganzen Videosequenzen haben sie ja extra für das Resurrected neu gemacht. Dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Okay. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Ich
habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Fuck. Falsches Zeug geraucht. War mir der Böse aus meinen Träumen gefolgt? Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Erschien von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Als ich es sah, war ich überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Mantra geboren worden? Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Ah, das ist das Remake. Das ist das Original Remake. Guten Tag. Guten Tag. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt.
Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut-Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Wenn ihr dann noch lebt. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Charcy scheint ein nettes Mädchen zu sein. Sie ist die Schmiedin hier und kann euch mit Waffen und Rüstungen aushelfen. Okay. Charcy. Charcy scheint ein nettes... Alright, Freunde. Ja, wie gesagt, wir zocken das Ganze mit Controller. Das ist das Remake. Ja, aber das Geile ist, auf Tastendruck sind wir im Original. Ne? Also, da können wir öfters mal rumschalten, wenn wir lustig sind. Ja, das Ganze von Blizzard, original natürlich. Wir schauen uns jetzt hier erstmal im Lager um. Wer bist du? Kashia. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Okay. Akara war, seit ich denken kann, wie eine Mutter für mich. Sie ist weise und gütig, aber ich bezweifle, dass sie das Zeug hat, unser Kloster mit Gewalt zurückzuerobern. Okay, Akara. Ist hier die Magierin? Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom Verborgenen Auge. Verborgene Auge? Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Okay. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Was für ein großes Auge? Big Brother? Vorhin hat sie noch erzählt, sie ist hier vom versteckten Auge. Der Hofmagier des Jarl. Um ehrlich zu sein, habe ich mir größte Mühe gegeben, Giet aus dem Weg zu gehen. Die Lüge hüllt ihn wie ein Mantel ein und er scheint seine eigene Situation stets dadurch verbessern zu wollen, dass er das Unglück anderer ausnutzt. Okay. Ich sollte hinzufügen, dass viele Kundschafter der Jägerinnen an jenem schrecklichen Ort gestorben sind. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr zu verlieren. Wenn ihr beschließt, diese Höhle des Bösen zu betreten, müsst ihr es allein tun. Ah, schön. Von denen sind also alle gestorben dabei. Deswegen schicken sie jetzt uns. Oh, jetzt habe ich aus Versehen einen Trank getrunken. Ja, hier sind unsere Stats. Wir werden viel Punkte einfach nur in Vitalität reinballern.
unser Inventar. Wir haben auch Waffenwechsel, aber ich glaube nicht, dass wir das jemals nutzen werden. Im Vorfeld habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir unsere Fähigkeiten verteilen. Ich kann ja dazu mal was sagen. Wir wollen einen Doppelschwung rein und auf Raserei. Wir werden viele, viele Punkte unten noch in Amok machen, damit wir auch ein bisschen Magieschaden machen. Wir werden auf Klingen gehen, weil ich finde es einfach geil, mit zwei Schwertern unterwegs zu sein. Und wenn wir es schaffen, bis hier runter Kampfbefehle, auch da 20 Punkte rein, damit wir so viel Leben und so viel Mana und so viel Ausdauer wie möglich noch dazu bekommen. Ansonsten werden wir uns so ein paar Sachen, ein Pünktchen reinmachen, um uns ein paar Sachen noch zu holen, aber dazu später mehr. Bist du jetzt auch einen Trank gönnen? Prost. Guten Tag. Prost. Höhle des Bösen. Die Dämonen in dieser Höhle haben viele meiner besten Bogenschützinnen auf dem Gewissen. Ich frage mich, wie es euch ergehen wird. Hoffentlich anders, würde ich sagen. Hoffentlich anders. Ja. Wer diese Höhle sucht, sucht den Tod. Cool. Das ist original das, was ich suche. Mann, ihr seid ein Barbar, ha? Huh? Ist echt toll, euch kennenzulernen. Ich habe in letzter Zeit einige eurer Art hier in der Gegend gesehen. Das macht mich etwas eifersüchtig. Wenn ich doch nur mit euch ins Abenteuer ziehen könnte. Oh, übrigens, ich bin Chasi, die Schmiedin des Lagers. Moin! Okay, bei ihr können wir Sachen reparieren. Alright. Schön, euch zu sehen. Wisst ihr, ich bin so lange ich denken kann bei den Schwestern. Aber Akara hat mir gesagt, dass meine leiblichen Eltern Barbaren von den Stämmen des Nordens waren und getötet wurden, als ich noch ganz klein war. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich als Barbarin aufgewachsen wäre. Ich weiß es nicht. Mir gefällt mein Dasein als Schmiedin. Aber manchmal möchte ich einfach losziehen und die Welt erforschen. Versteht ihr? Losziehen und die Welt erforschen. Vielleicht können wir die ja mitnehmen. Die Bestien aus der Höhle streifen durch das Land. Ihr solltet da draußen vorsichtig sein. Vorsichtig. Okay. Und hier haben wir noch Geed. Guten Tag auch. Ich bin Geed und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. Wow! Die Leute, die dir erzählen, dass sie dein bester Freund sind, sind immer dein bester Freund. Andariels Dämonenkräfte haben sich in den Wäldern ebenso wie im Kloster eingenistet. Ich werde das Lager nicht verlassen. Wenn ihr etwas braucht, findet ihr mich hier. Alright. Ihr seid eine tapfere Seele. Lieber würde ich mein heiliges Zepter in die stinkendste, schwerste Dirne stoßen, als einen Fuß in diese Hülle zu setzen. Sätze, die man in einem Blizzard-Spiel nie wieder hören wird? Okay, und bei dem können wir auch Sachen kaufen. Hallo. Und nicht identifizierte Sachen kaufen. Das kann natürlich dann 50.000. Kann natürlich super geil sein oder auch super scheiße, ne? Okay. Nicht hier. Würde ich sagen, wir haben mit allen gequatscht. Wir haben auch eine Quest. Finde die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers der Jägerin. Alright. Ich habe die Karte oben rechts hingemacht. Ich glaube, das passt so ganz gut. Achtung, böse Dämonen und Bestien. Achtung. Ah, wir werden mit 2 Einhandwaffen rumlaufen. Das heißt, wir werden schnell gucken, dass wir hier dieses Schild loswerden. Mit dem wir hier die ganze Zeit unterwegs sind. Verschlossen. Ja, schon die erste verschlossene Truhe.
Naja, hier gab es ja auch Schlüssel und sowas, ne? Einfacher Stab. Ist jetzt nicht perfekt, aber ist besser als nichts. Ja, Death Counter wird es hier wahrscheinlich keinen geben, es sei denn, einer hat Bock, hier ein bisschen Buch zu führen. Ich hoffe ja, dass wir durchkommen mit einfach null. Aber es wird sich zeigen, Freunde. Ja, das Ganze als Livestream-Projekt, hab mir gedacht, da können wir schön uns unterhalten über dies, das, jenes, wenn ihr da irgendwelche Themen habt oder irgendwelche Fragen zu irgendwas. Dann haben wir da viel, viel Zeit. Hier war doch irgendwo eine Truhe, oder? Drei bis sechs. Eins bis fünf. So, was haben wir hier? Ja. Soweit sieht es erstmal ganz geil aus. Die schlagen natürlich öfters daneben momentan. Aber das wird sich ja alles ändern. Momentan nehme ich auch erstmal alles weg. Damit wir ein bisschen was verkaufen können, denn wir brauchen ein bisschen Geld. Um uns sowas wie die Stadtportale etc. zu holen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig für uns. Da haben wir schon das erste Level ab. Und unsere Rüstung füllt sich so langsam. Der Gehstock ist weg. Jetzt am Anfang. Ich überlege halt, wie lange wir das hinziehen können, dass wir Punkte in Schwert und so reinmachen. Weil ich will schon mit zwei Schwertern unterwegs sein. Ich denke, Schwerter, ich kann mich so dunkel dran erinnern, dass Schwerter relativ geil sind später. Werden wir etwa sterben? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, können wir mal unseren ersten Punkt verteilen. Das erste, was wir machen, ist, wir machen Punkt in Heulen rein und Heulen machen wir dahin. Und dann verteilen wir die ersten Punkte direkt in Vitalität. Ey, ihr werdet wahrscheinlich öfter mal sehen, dass es kurz ruckelt, weil ich kann ja hier on the fly quasi zu Maus und Tastatur wechseln. Und das werde ich auch machen, sobald wir in die Stadt kommen. Wenn ich da irgendwas mit im Inventar mache oder so, das geht einfach deutlich schneller mit Maus und Tastatur. Aber irgendwie ist es chillig, das Ganze mit einem Controller zu zocken, deswegen machen wir das mal. Ist natürlich ein bisschen Blasphemie, aber welches Game eignet sich besser für den Einsatz irgendwelcher blasphemischen Sachen als Diablo. Und das Ganze hier natürlich in absoluter Vorbereitung auf Diablo 4, dessen Kampagne wir natürlich auch auf dem Kanal sehen werden. Ich meine, hallo. Ist ja ein Muss. Und das wahrscheinlich dann vielleicht auch im Livestream. Da bin ich noch am überlegen, wie wir das am besten machen. Und ich glaube, hier haben wir soweit alles abgesucht. Zockt ihr denn Diablo? Oder habt ihr früher Diablo gezockt? Freut ihr euch auf Diablo 4? Ich war so ein bisschen skeptisch, bis dann die Beta kam. Ich habe ja die Beta gespielt, beide. Also die letzten beiden, meine ich.
Da gab es ja die Vorbesteller-Beta und dann die Open-Beta. Muss ehrlich sagen, die Beta war von Blizzard eine echt gute Idee. Denn die Beta hat mich tatsächlich dann überzeugt, Alter. Noch nie gezockt? Du hast noch nie ein Diablo gezockt? What? Wie ist das passiert? Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay, und da haben wir das Inventar das erste Mal voll. Und das ist auch gut so. So, 3 bis 6, 2 bis 4. Na, jetzt am Anfang. Wie gesagt, ne, da gibt es ein paar Sachen. Extra Gold von Monstern, das ist natürlich alles schicki. Gut. Mehr so der Aufbau-Wirtschaftssimulator-Typ. Alright, verstehe. Der Orden heißt euch willkommen. So. Das meiste werden wir jetzt einfach komplett verkaufen. Und dann kaufen wir uns mal einmal den Folianten des Stadtportals und den Folianten der Identifikation. Was das macht ist, da kann man nämlich 20 Stadtportale, die sonst hier das Inventar vollmüllen würden, die kann man da reinpacken. Genauso wie man hier die Identifikationsrollen oder wer damals das Diablo 3 Let's Play gesehen hat, die Idefix-Rollen. So, haben wir gleich mal ein paar Idefix-Rollen gekauft. Stadtportale haben wir im Folianten 4 Stück drin. Das ist ganz gut soweit. Ansonsten Schlüssel haben wir auch 3 von 12. Also alles easy to the peasy. Und später werden wir nicht mehr alles aufheben. Das ist jetzt nur am Anfang so ein bisschen, weil wir auf jeden Fall Geld brauchen. Ich glaube, wir waren gar nicht in der Hütte oben. Skyrim gesuchtet, aber das war's dann auch. Aber wie Elden Ring, da schaue ich lieber zu. Ich hoffe, es war angenehm bei mir zuzuschauen. Mit Elden Ring sind wir ja jetzt durch. Also so ziemlich. Aber ich freue mich natürlich auch aufs DLC. Wenn wir die Höhle, nach der wir suchen. Die Höhle des Bösen. Erfahrungsschrein, sehr geil.